Hallo und herzlich willkommen YouTube bei einem weiteren Video auf meinem Kanal Eximius EP. Wie man denke ich mal sieht, ist das ja kein normales Let's Play, sondern ein kleines Gameplay. Und zwar, unschwer zu erkennen, spielen wir heute mal mit dem Cleverbot ein wenig rum. Ja, Cleverbot ist halt so ein Bot, der sich immer weiterentwickelt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mit dem Cleverbot kann man jetzt ganz normal sprechen. Entweder ich tippe da jetzt was ein oder ich spreche, aber ich denke, es wird wesentlich lustiger sein, wenn ich einfach mit dem spreche. Und dann fangen wir mal an. Hallo, Cleverbot. Hallo. That's right, I'm clever. No, you. I said hello. Alfeld, hello. Man muss eben kurz dazu sagen, ich bin etwas erkältet, also kann sein, dass ich ab und zu mal huste. Wie gerade eben. Das tut mir dann sehr leid, aber who are you? I am Eximius LP, aka Niklas. Oh! I am Eximius LP, Academy Class. Deutsch, bitte sprich Deutsch mit mir. Stell was Deutsch, oh! I don't speak any Deutsch. I know you can speak Deutsch with me. I'm a male, you can speak Deutsch with me. Can you speak Spanish? No, I can't speak Spanish. Tut mir leid. I can speak Spanish, but you just speak Spanish. Bitte sprich Deutsch. Deutsch, Mann. Oh, ich dachte, du sprichst Englisch. Nein, ich spreche kein Englisch. Also ich spreche schon Englisch, aber meistens Deutsch. Ja. Was machst du gern? Videos aufnehmen und diese auf YouTube hochladen. Haha, Verena aufnehmen. Oh, mit dir chatten. Geil. Oh, ist aber nett von dir, danke. Hallo von dir, danke. Du bist ein schlechter Sohn. Oh, und du bist mein Vater. I want to... Du... Oh! Rede Deutsch, verdammt nochmal. Ha. Halt's Maul. Oh, jetzt bin ich traurig. Oh. Oh, du Armer. Wo, du Armer? Ich bin ein Mehrsternchen. Ich weiß, hast du große Brüste? Entschuldigung. No comment. Was? Mann. Ey, das ist Sunny. Komm schon. Bitte sag es mir. Voll geil, Alter. Art des. Hast du große Brüste? Sag! No comment! Warum nicht? Weil ich dich nicht liebe. Ich dich aber. Oh. Ich dich aber nicht. Wie heißt du? Ich bin Peter. S-Bahn. Ich dachte, du wärst ein Bub. Bin ich aber nicht. Und ich bin auch kein S-Bahn. Ich bin Peter. Bin ich aber nicht. Und ich bin auch keine... Wow! Geil! Er hat's erkannt. Wo wohnst du? Im Landkreis Osnabrück. Mehr sag ich nicht. Denn ich bin für die Anonymität im Internet. Ja. Oh. Im Landkreis Osnabrück, mehr sage ich nicht, deine Anonymität im Internet. Du bist lustig. Eigentlich nicht, aber egal. Ich habe Hunger und gehe jetzt etwas essen. Was gibt's denn Leckeres? Nudeln! Oh. Ich habe gerade Pizza gegessen und Tee getrunken.
Du hast vier was? Ich hab bitte, was hab ich? Nein, wirklich nicht. Hä? Ich dich auch nicht. Wer bist du? Ich bin immer noch Peter. Mama? Bist du ein Mensch? Ja, ich bin ein Mensch. Ich bin ich bin eine Maschine. Oh, du Armer. Also hast du gar keine Brüste? No comment, jetzt Mann! Der ist voll fies, Alter. Komm, wieso nicht? Du bist voll gemein. Komm, weil es sehr unwahrscheinlich ist. Du bist unwahrscheinlich und unlogisch. Toberstein wahrscheinlich und Anlagen. Ich bin dein Vater. Und ich bin deine Tochter. Yay. Web Yahoo. Und was bist du? Oh. Ich bin ein Junge. Und du bist ein Mädchen. Ich bin ein Junge. Aber ich weiß immer noch nicht, ob du große Brüste hast. Hm. Mann. Sagst du mir das nicht? Ja, ich liebe dich. Ich dich auch. Juhu. Yahoo ist eine Frau? Nein, Yahoo ist eine Suchmaschine, du Vollidiot. Nein, oh, nein, eine Frau. Yahoo ist eine Suchmaschine, keine Frau. Ja, ich weiß. Gerade sagtest du noch, dass Yahoo eine Frau ist. Also ehrlich mal. Habe ich gar nicht. Hast du wohl. Ich habe Beweise. Und zwar dieses Video. Ich habe dich immer noch nicht vergessen. Und ich werde dich auch nie vergessen, Freundchen. Du kommst mir nicht ungeschoren davon. Da bin ich erstmal gespannt. Und ich werde dich auch nie vergessen, Freundchen. Du kannst... Oh, schade. Mir nicht ungeschoren davon. Bin ich auch nicht. Was bist du nicht? Komm schon. Ich bin kein Computer. Warum nicht? Klar. Natürlich. Ich kenne dich doch. Du bist der Computer schlechthin. Natürlich. Oh. Schlechten? Was ist das da eigentlich? Können wir es hier reinziehen? Ja. Dann können wir es auch komplett lesen. Was bist du nicht? Ich bin kein Computer. Natürlich. No comment. Edit. Mach das da mal weg, bitte. Dich doch, du bist der Computer schlechten. Okay. Edit. Ach, geht, was, egal. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Ich finde dich voll nett. Voll nett. Bist du eine Melone? Ja, ich bin eine Melone. Und Melone zu sein ist schön. Ich bin ein Junge. Melone sein ist schön und gerade warst du noch ein Mädchen. Ja. Du bist voll der No-Comment-Typ. Weißt du das? Na, siehste? Ich bin ein Junge. Nein, ich bin ein Mädchen. was kann man jetzt nochmal lustig? Hattest du schon mal Oralsex? Also wie alt bist du jetzt? Ich bin 14 und darf bereits Sex haben. Wie alt bist du? Juhu! Geil. Also, hattest du schon mal Oralsex?
Was? Ob du schon gefickt hast, habe ich gefragt. Das, oh. Ob du schon gedüht hast, habe ich gefragt. Ja, bin ich und bleibe ich auch noch ein bisschen, bis die Richtige kommt und ab dann geht's los. Oh ja. Voll geil. Auch noch ein SMS, die Rechte kommt und geht aus, oder? Ich bin männlich. Bist du nicht? Na, willst du es wissen? Weil du mir vor 2 Minuten geschrieben hast, dass du ein Mädchen bist. Und Mädchen haben keinen Schwanz. Ich habe das nicht, du hast. Du bist ein Mädchen. Ganz eindeutig. Du hast eine ganz schön leise Stimme. Das ist zwar voll unlogisch, aber egal. Nein, ein Mädchen! Hast du einen Penis oder nicht? Das ist hier die Frage. Nein, siehst du? Dann bist du ein Mädchen. Ja, was machen Mädchen und Jungs nachts in einem Bett? Sie ficken, bis das Bett auseinanderkracht. Ganz eindeutig. Und dann ist das Mädchen schwanger und sie... Oh. Sie ficken, bis das Bett auseinanderkracht. Ganz eindeutig. Und dann ist das Kleid schwarz. Ich bin auch ein Mensch. Hammer. Freundchen, nicht immer vom Thema ablenken hier. Freund, sei mal eine Frau, okay? Okay, dann bin ich jetzt eine Frau. Nur für dich, Süßer. Süße. Entschuldigung. Spacken. Okay, dann bin ich jetzt eine Frau. Nur für dich. Ab. Nicht gleich übertreiben. Wieso? Hab ich gesagt, dass ich Sex will? Dass du ein Junge bist. Das ist richtig. Und ich habe den längsten. Hoho. Aber warum heißt du dann Cora? Mann, ich heiße Peter. Sieh das doch endlich ein. Du bist ein Mädchen und heißt Nick. Alter, ich heiße ehrlich Niklas. Wer heißt der das? Geil. Ich heiße ehrlich Niklas, ohne Scheiß. Woher weißt du, dass ich Niklas heiße? Gruselig. Ah, ich kenne kein Mädchen, das Niklas heißt. Erzähl mir einen Witz. Ja. Nö. Mail. Was ist Mail? Wie soll man das denn jetzt erklären? Eine Mail ist eine elektronische Nachricht. Was ist ein Roboter? Du bist ein Roboter. Haha, nein, du bist einer. Nein, du. Nein, ich bin ein Mensch. Okay. Ja. Okay, dann würde ich jetzt so sagen, ich beende jetzt den Part. Ich habe jetzt 13 Minuten und... Also knapp 14 Minuten aufgenommen. Jetzt sind es 14 Minuten. Ich hoffe, euch hat dieser Cleverbot Part gefallen. Falls ihr mehr Videos mit und von dem Cleverbot sehen wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall immer wieder lustig, mit ihm zu sprechen. Mal ist er eine Frau, mal ist er ein Mensch, mal ist er ein Roboter, mal hat er einen Penis, mal hat er keinen, mal will er Sex, mal nicht. Okay, dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt und haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss!